Ja, hallo, grüß dich. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge Ark Survival Evolved. Das ist jetzt, je nachdem, wie viele Folgen ich mit Spielekaiser aufgenommen habe, wahrscheinlich so die fünfte Folge oder die sechste Folge. Wir sind hier auf unserer neuen Vulkanbasis, beziehungsweise ein paar Meter davon entfernt. Komm mal rüber. Wir sind ja auf unserer kleinen Vulkanbasis zum Eisenfarmen und das werde ich jetzt auch eine Zeit lang machen und das dann einfach beschleunigen, ein bisschen oder so, vielleicht ein bisschen Musik drunter, damit du mir jetzt nicht zugucken musst, wie ich hier 4 Stunden auf die Eisendinger da einklopp. Ah, so machen wir das. Bis gleich. Juhu, da sind wir wieder nach einer kleinen Holzsammelsession. Ja, Holz und Eisen. Ich habe nämlich noch vor, mir eine Longneck-Rifle zu bauen. Die habe ich gestern, naja, ich will jetzt nicht sagen, durch Leichtsinnigkeit verloren, aber irgendwie war ich schon etwas leichtsinnig. Auf jeden Fall muss ich mir da wieder eine herstellen. So, Firearms, Longneck-Rifle. Oh ja, und auch gleich ein bisschen Munition. Ich habe hier schon Gunpowder angeschmissen. Kommt da noch was eigentlich? Mal gucken. Jawohl, da kommt noch ein bisschen Gunpowder sogar. Kann man noch ein bisschen mehr Munition machen. Ich glaube, es wird langsam wirklich Zeit, dass ich hier mal auch das Ganze ein bisschen optimiere, ein paar von den Steinen weghaue und vielleicht da unten eine Eisenschmelz, ja, ein paar Eisenschmelzöfen baue, weil immer hier hoch. Ui. Hat keinen Spaß gemacht. Also ich habe auch nach 45 Minuten ist mir jetzt tatsächlich die Lust ausgegangen, noch mehr Eisen zu farmen. Immer hier hochklettern oder es in den Mammut umladen oder in den Quetzal umladen. Boah, das muss irgendwie noch ein bisschen leichter von der Hand gehen. Naja, jetzt machen wir erstmal das Gewehr. Und dann würde ich gerne ein bisschen leveln gehen. Also einfach mir ein paar Dinos raussuchen und die feist über den Haufen schießen. Damit ich diese ganzen Industriegeräte bauen kann. Also ein Industriegrinder könnte ich schon bauen und den Industrieschmelzer, da müssen wir auch unbedingt hin. Wir haben schon ein bisschen Benzin zusammengefarmt. Das allerdings noch unten in der alten Basis. Und dann erhoffe ich mir dann doch, dass das alles ein bisschen zügiger geht. Weil so ist es schon. Es artet in Arbeit aus. 46 Schuss, naja, das ist jetzt auch nicht gerade luxuriös. Gucken wir es dann noch an. Oh, 7 Gunpowder noch. Wow! Naja gut, machen wir die erstmal fertig und dann gucken wir mal. Trank Darts brauche ich jetzt momentan noch nicht. Ich habe jetzt eigentlich nicht vor, was zu zähmen. Wie immer, wenn man es nicht vorhat, kann ich davon ausgehen, dass ich wahrscheinlich irgendwas Gutes sehe. Sag ich mal ein paar. Ja, ich mache mir ein paar, komm. Wenn man schon vorher weiß, dass man es wahrscheinlich braucht. Wenigstens 10. Gut, dann habe ich mein Schwert, das könnte ich gleich mal reparieren. Dann könnte ich alles mal reparieren. Die brauchen wir nicht mehr. So. Das alles mal einmal durchreparieren. So. Dann sehen wir doch da wieder gut aus. Nehmen wir noch ein Fleisch mit. So. Habe ich die Munition mitgenommen, nicht, dass die jetzt da unten drin liegt. Tja, typisch Ape. Und das Gewehr habe ich scheinbar. Wo habe ich das noch da? So.
ist auf der 3, genau, passt alles. Aha. Dann fliege ich jetzt mal runter zur Basis, guck da nach den ganzen Dinos, weil ich habe es ja jetzt eine Stunde alleine stehen lassen und wir haben da so ein kleines Essensdefizit noch unten. Nicht, dass die verhungern. Und dann sehen wir uns gleich wieder und knallen ein paar Dinos ab. Juhu, bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich habe kurz noch die Nacht abgewartet und bin gerade noch. Au, 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 au. What the hell? War ich zu nah am Feuer oder was? Tatsächlich. Okay. Das tut also weh. Also ich habe gerade noch die Nacht abgewartet und mache mir hier gerade noch so ein bisschen blauen Farbstoff, damit ich meine Rüstung wieder färben kann. So. Und dann geht's wie versprochen. Dinosaurier auf die Mütze hauen. Also ich habe jetzt Level 71, da muss ich auf jeden Fall noch was dran tun. Wir können ja mal gucken. Shop Engramme. Hier unten wird es interessant. Also wir brauchen unbedingt noch den Taucheranzug. Den gibt es schon ab Level 75, das ist ganz gut. Und hier sind ein bisschen die interessanteren. Das ist der Industriekocher. Das ist die Industrieforge. Und was wollte ich noch unbedingt haben? Ich glaube, das war's schon. Den Industriekocher, die Industrieforge. Ja. Wald werden wir dann nachher noch lernen. Den brauche ich jetzt momentan noch nicht. Ja. Genau, das ist es eigentlich schon. So, die Farbe ist auch fertig. Können wir hier den Helm. Jupp. So. Ich hoffe, das reicht jetzt. Alles oben lassen wir weiß. Dann haben wir noch die Hose. Und die da. Und die Rückseite hätte ich gern noch gefärbt. Jawohl. Das machen wir dann weiß. Und die Bänder machen wir auch blau. Warum macht denn der Bicep da seine Rüstung weiß-blau? Ha, so ein Trottel. So, zack. Schwupp. Und noch die Handschuhe. Wow, ihr habt aber viele. Machen wir die so. Na komm, eins noch. Ja. Da ist die Farbe weg, haben wir gleich aufgeräumt. Gut. Da können wir. Das können wir eigentlich brennerlos haben, wir brauchen ja eher einen Haufen Holzkohle. So. Apropos Holzkohle, das wird dann die nächsten Stunden hoffentlich durchbrennen. Da kann ich eigentlich noch schnell den. Wo ist denn der Biber? Der muss doch hier auch irgendwo sein. Biber? Ach, da vorne steht er. Oh Gott, oh Gott. Ja, wir haben gerade auf dem Server so ein bisschen das Problem, dass ab und zu Dinos einfach weg sind. Und darum hatte ich jetzt gerade ein bisschen Bammel um unseren schönen Biber. So. Den mache ich jetzt noch schnell ein, zwei Bissen Holz. Oh, da kann das viel besser als ich mit meiner Axt. Braver Biber, schön. Und der sammelt auch Beeren wesentlich besser. Das nützliches Allround-Werkzeug. So. Ich könnte ihn eigentlich. Vielleicht nehme ich ihn nachher mal mit auf den Vulkan. Das ist gar keine so blöde Idee. So, Nobby. Na ja, mal Holz daher, ja. So. Dass wir hier auch ordentlich Holzkohle haben. Was ist da los? Ihr habt euch jetzt auf diesen Dodo. Warum stürzt ihr euch wie die Bekloppten auf den Dodo? Hat da irgendjemand
Das könnte natürlich erklären, warum wir ab und zu mal Dinos verlieren. Wenn die sich da wie die Irren auf einen einzelnen Dodo stürzen. Ihr bleibt mal hier stehen. Oh, wir müssen unbedingt umziehen. Die Stelle gefällt mir hier so gar nicht. Da ist so wenig Platz. Da müssen wir unbedingt weg. Please light my fire. Naja. So. Ich habe mich schon wieder ablenken lassen. Gell? Ist kaum aufgefallen. Ich wollte ja eigentlich irgendwas hauen. Oder soll ich erst noch ein bisschen Munition machen? Dann muss ich es nicht hauen, dann kann ich es schießen. Gucken wir mal, wie viel Kohle wir schon haben. Ach ja, was soll's. Also ich fliege nochmal schnell auf den Berg. Da müsste ja mittlerweile ein bisschen Eisen fertig sein. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, wir sind hier wieder auf dem Berg. Ich habe gleich auch schon mal so ein bisschen Flint nochmal gesammelt und nochmal ein bisschen Schwarzpulver hergestellt, weil Eisen haben wir einiges. Das hätte ich nicht gedacht, dass das doch so schnell geht. Ich habe zwischendurch eigentlich nur mal kurz ein Päuschen gemacht und einen Kaffee getrunken. Dann war wirklich hier das ganze Eisen schon fertig. Das ist mehr als gut. Da könnte ich eigentlich nochmal... Ne, ich fülle jetzt nicht nochmal auf. Also wir gehen jetzt auch wirklich... wir gehen jetzt wirklich auf Dino-Jagd. Sonst komme ich in diesen Kreislauf zu sehr rein, wo ich einfach die ganze Zeit am Craften bin. Das ist jetzt auch nicht so interessant. Könnt ihr mir aber auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das gerne haben möchtet. Also ich kann einen Großteil davon rausschneiden, ich kann das aber auch alles drin lassen, ich kann es beschleunigen, so wie ich jetzt die weiten Reisestrecken zum Beispiel beschleunige, weil das ja, das ist ja fast schon zu schade für den Upload, wenn ich hier 10 Minuten hin und 10 Minuten wieder zurückfliege. Da habt ihr überhaupt nichts von. Wenn irgendwas Spezielles passiert, natürlich auf der Reise, wenn ich angegriffen werde oder irgendwas Interessantes einfach passiert, das lasse ich natürlich drin. Aber so diese ganz normalen, ich reise von A nach B und ich klopfe hier auf Eisen oder ja, diese ganzen repetitiven Tasks, die würde ich einfach rausschneiden. Aber Kommentare unten schreiben. Ja. So, jetzt schauen wir mal hier, was da Sache ist. Gut, der kann ausgehen. Dann nehmen wir noch mit. Da müsste er auch. Tatsächlich, da ist auch noch Holzkohle. Sehr schön. Schön, 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 schön. Zack, zack, da kann man mal den Stein rausnehmen. Da noch alle herstellen. So. Dann machen wir den Stein doch hier rein, da nützt dann sogar noch was. Das raus, das rein. Seht ihr, das ist genau das, was ich meine. Und da ist mal wieder am Craften. Und dann mache ich noch schnell das. Und auch ja, wenn ich schon dabei bin, könnte ich ja noch die Zementpaste aufräumen. Und das... Ja. Furchtbar, dieses Spiel. Furchtbar. Also ich mache jetzt hier noch schnell ein bisschen Munition. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Wahrscheinlich. Ich kann es ja schon mal zeigen. Also da unten, wo ihr das Loch im Nebel seht, hier dieser kleine... ganz unauffällige Kreis hier. Das ist eine Spinnenhöhle. Und mit dem Fernglas sieht man es natürlich nicht. Doch, da. Das ist der Eingang zur Spinnenhöhle. Und da werde ich mal reingehen und gleichzeitig auch ein bisschen Chitin farmen. Also XP und Chitin. Okay, wir sehen uns gleich. So, jetzt sind wir ready. Ich habe noch ein bisschen Munition hergestellt, habe noch sicherheitshalber Trankpfeile zusätzlich hergestellt. Oh, und ich sollte aus Erfahrung wissen, dass ich ein zweites Schwert brauche in der Höhle. Beim ersten Mal ist mir das nämlich kaputt gegangen. War ich kaum drin und dann hat mir irgendwas mein Schwert kaputt gehauen. Entweder ist es die Säure von den Viechern oder... kann es noch nicht sagen. Aber der Trend geht eindeutig zum Zweitschwert. So. Lasse ich dich hier oben? Oder riskiere ich das?
Na. Ja. Ape. Einmal mitdenken. Okay. Dann muss ich doch nochmal kurz zur Basis und tausche schnell den Flugsaurier. Weil mit dem komme ich in die Höhle nicht rein und ich habe jetzt auch keine Lust, unseren einzigen Quetzel vor dieser Höhle zu landen. Da ist so viel Viechzeug unterwegs. Ja. Wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt noch schnell auf die Luftaffe und dann wieder zurück. Was man nicht im Kopf hat, braucht man in den Flügeln. So, jetzt aber. Da sind wir schon. Da liegt auch unser verschlafener Torwächter. Niedlich. So, ein bisschen rein in die Höhle, damit mein Flugsaurus nicht von irgendwelchen Viechern aufgefressen wird. Vielleicht nicht zu weit rein, nicht, dass er von irgendwelchen Höhlenviechern aufgefressen wird. Ah, ja. Oh, geht's doch schon los, da kommt die Onyx. Onyx mich hier, da, komm her. Na, wo? Na, aufs Gesicht. Schön. So. Parken wir Luftaffe da hinten. So. Man darf gespannt sein. Mal gucken, wie weit ich komme. Also in erster Linie erhoffe ich mir natürlich einen Haufen Chitin. Was bist du? Toter Onyx? Ist er bis da runter geflattert? Tatsächlich. Wow. Ganz schön spooky alleine. Das letzte Mal war ich hier mit Spielekaiser und Fleischhammer und da war es schon. Stressig? Ach ja, wunderbar. Gucken, dass nichts anderes mehr kommt. Oh, diese Spinnen. Der geneigte Zuschauer wird bestimmt schon bemerkt haben, dass ich natürlich kein Stimulant dabei habe und wahrscheinlich gleich zusammenbreche. Oh. Ape, einmal gut vorbereitet. Wie wäre das? Hm? Können wir das schaffen? Bin mir plötzlich nicht mehr sicher, ob das eine gute Idee ist, dass ich alleine hier bin. Schau mal, wie sich mein Torpo verhält. Ob es runter geht oder hoch. Wow, es geht immer noch hoch. Okay. Jetzt geht es runter. Gut. Weil da muss ich ziemlich aufpassen, weil wenn ich K.O. gehe, dann ist hier auch gleichzeitig GG. Alles erledigt. Dann werde ich wahrscheinlich gefressen. Und das wollen wir ja nicht. Also ihr vielleicht, für euch ist das vielleicht lustig. Haha, lustig, der Affe ist tot. Ja, aber ich muss hier schon ein bisschen aufpassen. Ich möchte nicht gleich wieder meine Rüstung verlieren und noch viel weniger meinen Flugsaurier. Ich möchte eigentlich nur ein bisschen XP haben. Oh, ich höre sie doch schon. Spooky as hell. Komm, geh auf. Und gleich wieder zu, bitte. Danke. Bleib doch nicht so lange auf. Ist gefährlich hier. Wow, wie viele Hitpoints hast du, Menjo?
Bockwurst. Oh, wie mies er daneben schießt. Panik. Oh, 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 2000 Füßler. Schön den Kopf hier bimst. Ah, leider nicht den Kopf. Es war auf jeden Fall eine gute Idee, das Gewehr mitzubringen und so viel Munition. Zement passt der Incoming, sag ich da nur. Ich hab da übrigens mal geschaut wegen diesem Industriegrinder. Ihr wollt gar nicht wissen, was der für Rohstoffe frisst. Das ist von dem richtig teuren Zeug im Tausenderbereich. Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, braucht er irgendwie 3000 Eisen oder sowas. Das wird noch ein bisschen dauern. Das habe ich mir irgendwie einfacher vorgestellt. Stimberries nehme ich mal mit. Vielleicht gelingt es mir dann prophylaktisch, welche zu fressen und ich sehe, dass mein Topo extrem hoch geht. Was bist du? Karottenolm? Mal nicht so. Jawohl, tschüss. Lege dich hin, Oik. Lege dich hin. Oho. Habt ihr mich gesehen? Oh, ihr habt mich gesehen. Sind zu viele verdammte Schlangen in dieser verdammten Höhle. Movie Reference Check. So, kommt raus hier. Oh, also allein ist das Spielgefühl in dieser Höhle definitiv anders, als wenn man in einer Gruppe unterwegs ist. Ich will nicht sagen, ich fürchte mich. Oh je. Aber ich habe einen gesunden Respekt vor den Viechern. Oh, so dass ich daneben schieße. Lauf, 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 lauf. Komm, lauf, lauf, lauf. Titanboas brauche ich noch nicht mal. Die haben nichts, was ich... Oh, aber eine Arano. Kommst denn du hin? Und warum habe ich dich nicht getroffen? 1A Headshot war das, würde ich behaupten. Hey, Junge, was ist los? Aber noch eine, ich habe den Namen gesehen. Komm um die Ecke. Komm. Schlange auch weg. Schön, 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 schön. Hui, hui, hast du mich erschreckt. Mach das nicht. Nachladen. Was? Dein Ernst, Onik? Schrotze kraften können. Schrotze raus, sag ich da nur. Ist doch ein Centipede. Ach, tatsächlich. Wie er ihn sich noch anguckt, als wäre ich im Zoo. Hier bin ich. Doofes Viech. Na, dann gucken wir uns gleich mal den Drop an. Vielleicht ist ja was Gutes dabei. Kann ich die eigentlich nochmal? Ne, kann ich nicht mehr drauf zugreifen. Okay. Was? Na gut. Wieder ein Sattel, den man nicht lernen muss. So, Centipede, komm her. Gib mir dein Chitin. Und Fleisch ist definitiv auch nützlich. Das kann ich gleich mal mit hoch auf den Vulkan nehmen. Da haben wir so ein bisschen einen... Oh! Ein Essensengpass. Warte mal, was bist du für ein Level, Junge? Jetzt, wo ich so viel Fleisch habe, Level 16, besser als nichts. Magst du nicht essen? Weißt du was? Dein Chitin ist wertvoller als du. Ja, so schaut's nämlich aus. Also hier drin gibt's das Artefakt des Cleveren.
Das werde ich mir nicht nochmal holen. Das habe ich nämlich schon. Das haben wir, glaube ich, sogar in mehrfacher Ausführung. Mann, ich höre doch da schon wieder was. Scheiß Arano. Komm her, du. Man nennt mich auch den Höhlenaffen. Da war doch noch was. Ne? Ich habe immer das Gefühl, in dem Moment, wo ich das Schwert oder das Gewehr aus der Hand lege, kommt irgendwas um die Ecke. Manche nennen das Paranoia. Ich sage gesunde Vorsicht. Oh. Da unten ist das Artefakt. Seht ihr? Aber so weit rein muss ich nicht mal unbedingt. Ich pull mir jetzt da die Skorpione hoch. Oh, der kommt von alleine. Dann komm erstmal hier. Dann komm erstmal her, Skorpion. Hm? Nein, nein, ich komm hier. Hier. Lass dir jetzt Gesicht schießen. Okay, langsam gewöhne ich mich so ein bisschen ans in der Höhle sein. Okay, schon überladen. Soll man doch ein bisschen fleischlos werden? So, tap, tap, tap. Ja, ein bisschen was kann man schon wegwerfen. Das sind ja Mengen. Nehmen wir lieber noch ein bisschen Chitin mit. Da ist bestimmt irgendwo noch so eine ekelhafte Schlange. Ich höre dich doch. Feigenmistviecher. So einfach die Titan Boas auch sind, also in großer Anzahl. Definitiv ein Gegner, auf den man aufpassen sollte. Ja, geht's noch? Warum ziehst du jetzt den Kopf ein? Jetzt komm. Arg, willst du mich gerade verarschen? Danke. Vielen herzlichen Dank. Oh, da ist noch ein blauer Drop. Oh, die Gier Ape. Hat ihr das jemals gut bekommen? Nein, ne? Oh, shit. Und da sind Piranhas ohne Ende in dem Becken. Ich lasse es sein. Schauen wir mal, was die XP sagt. Ich wollte ein bisschen Tragkraft. Immerhin 1,5 Level gemacht. Das ist doch jetzt mal gar nicht so schäbig. Gucken wir mal, ob wir hier vielleicht in Richtung blauer Drop kommen. Boah, diese Onyx, wie ich sie hasse. Ekelhafte Fledermausviecher. Hier ist nicht Fledermausland. Ich kann ja mal die Zehenspitze ins Wasser. Oh, seht ihr das? Ich brauche noch gar nicht mal weit reingehen. Mega Piranha, Mega Piranha, Mega Piranha. So. Nehme ich. Und dann kommen wir noch, gucken wir noch da um die Ecke. Wir haben noch 52 Sekunden XP Boost. Oh je. Oh, einer hat überlebt, oder? Komm her. Oh nein! Das meine ich. Da denkst du an nichts Böses, dann wirst du von irgend so einem Mistvieh vergiftet. Shit, 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 shit. So, Torpedity schaut noch gut aus. Ach, das ist ein kleines, mieses Schlangengesicht, du. Leg den. Das ist auch der Grund, warum ich so Höhlen und sowas lieber aus der Ferne mit dem Gewehr kläre, weil. Ihr habt es wahrscheinlich gesehen, mein Schwert macht gut Schaden. Ich hätte jetzt da nicht so Probleme, die wegzuhauen, aber du musst sie eben an dich ranlassen. Und das ist immer so ein bisschen gefährlich, gerade bei Giftschlangen und Onyx, die einfach mal durch die Wand. So, klar. Komm her. Nimm die Wolle, Junge. Oh, Panik. Warum eigentlich? So.
Flieg! Ja, jetzt macht er wieder einen auf dicke Hose, der Affe, und dann sitzt er gleich in der Ecke und heult. Oh, Spinne. Oh, drei Spinnen. Okay. Das war jetzt keine gute Idee. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht gut. Und Level 80 Skorpion. Okay. GTFO, wie der Fachmann sagt, ich get the fuck out of here. Hoch. War jetzt ja gar nicht mal so unerfolgreich. Höhle geklärt, bis runter zum Artefakt. Gut gelevelt. Ich glaube, ich habe noch ein Level gemacht. Das ist richtig nice. Da könnte ich ja ein bisschen in. Ne, ich mache noch ein Wait. Level 72. Jawollo. Das gefällt mir doch schon mal. Zwei Level gemacht, die Taschen voll Chitin. Wenn jetzt der Flugsaurier noch da ist, bin ich tatsächlich richtig zufrieden mit mir. Gut, das ist jetzt auch nicht die härteste Höhle von allen. Also, wenn ich da an die Lava Cave denke, dann war das hier runter jetzt doch eher ein Spaziergang. Und die kann man auch wirklich gut solo machen. So, kann ich noch fliegen, aber gerade so. Dann kriegst du jetzt als allererstes mal was zu essen. Hier. Schau mal, ja. Das lass mal. Lass mal fallen. Schön. Ah, Sonne, Sonne, Sonne. Wollen wir jetzt am besten hier raufkommen, ohne dass die Argies mich angreifen? Jawoll. Ah, ist das schön hier. Ist das schön hier draußen und die Luft? Oh, viel besser als in dieser stickigen Ekelhöhle. Und der Affe ist gelandet. Ui. Ich mache jetzt hier noch ein bisschen Zementpaste. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Würde mich freuen, wenn du wieder reinschaust. Bis dann. Ciao.